Das passierte Dieter Bohlen machte Schlagzeilen, weil er Kandidatin Jill Lange vor laufender Kamera abwertet. Der Deutsche hat bereits in Trash-TV-Formaten wie «Ex on the Beach» und «Ariusewohn» mitgewirkt. Teil und Bohlen fragte, «Hast du irgendwas normal gemacht? Oder hättest du gerade Abi und hast dich durchnudeln lassen?» Bohlen bat auch Langes Partner, den sie bei einem Trash-TV-Format kennengelernt hat, vor die Kamera. Anstatt Lars Maucher dieselbe Frage zu stellen, wollte er wissen, wie er mit dem TV-Sex seiner Freundin umgegangen ist. Auf Instagram wandte sich Jill Lang unter Tränen an ihre Follower. Zu sehen war die sexistische Szene beim Streamingdienst RTL Plus auf dem DSDS vorab gezeigt wird. Es wurde schließlich aus der TV-Show entfernt.